Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution. Herausforderung. Wir machen wieder da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, am 29.11. Und ihr habt wieder zahlreich in die Kommentare geschrieben, Tipps und Dinosauriernamen. Habe ich mir alles notiert und das werden wir gleich erstmal alles umsetzen. Aber wir schauen gleich erstmal, wo wir stehen geblieben waren. Ist wieder schon ein paar Tage her. Ich glaube so 4 Tage, 5 Tage, bis seit ich das letzte Mal gespielt habe. Aber wir schauen jetzt mal, was hatte ich denn nochmal vor? Ach ja, ich wollte, glaube ich, Dracorexe machen. Wenn mich nicht alles täuscht, wir schauen mal eben. Genau, Dracorexe. Habe ich denn hier schon Infos? Natürlich nicht. Das ist jetzt das Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie viele man von den Dracorexen braucht. Ob es jetzt 2 oder 4 sind. Kann auf jeden Fall hier ein bisschen boosten. Frage ist, wie weit boosten wir? Ich glaube, wir lassen das erstmal so bei 35. Muss erstmal reichen. Zu teuer. Oh shit, wir haben gar kein Geld. Und dann hat sich das natürlich erstmal erledigt. Gehen wir mal kurz ins Fossilienzentrum. Dort haben wir sogar einige Sachen, die wir verkaufen können. Das bringt uns aber... Ach, ich habe es noch gar nicht auf 100%. Okay, dann wollen wir sowieso noch keine ausbrüten. Da war ich noch irgendwie... hatte ich was Falsches auf dem Schirm. Entschuldigung. Ausgrabungsstellen haben wir leider gar keine mehr. Das ist gar nicht gut. Kein Geld, keine Ausgrabungsstellen. Na, super Voraussetzung. Würde ich sagen, machen wir erstmal eben die Namen. Da haben wir einmal zu, den Edmontosaurus, den ersten. Den sollen wir Eddie nennen. Das hat der liebe Sky in die Kommentare geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. So, Eddie. Und damit gleich den zweiten Edmontosaurus. Den sollen wir Heidi nennen. Eddie und Heidi finde ich wirklich sehr passend. Das hat Kevin Leitner in die Kommentare geschrieben. Futterstationen müssen aufgefüllt werden, kein Problem. Kostet auch alles nur Geld, aber macht ja nichts. Keratosaurus einmal und da einmal. Das kann er mal eben schnell machen. Und dann kommen wir zum ersten Sinoceratops. Nehmen wir mal das Alpha-Männchen. Oder, ja, Weibchen eigentlich. Da hat Sonnenschein08 hat in die Kommentare geschrieben, dass wir ihn oder sie Sarah nennen sollen. Ja, ich komme hier schon ein bisschen durcheinander mit meiner Liste. Und der zweite, den sollten wir Mufasa nennen. Von König der Löwen. Schöner Name. Das hat die liebe Jasmin reingeschrieben in die Kommentare. Und was haben wir noch offen? Ein Triceratops habe ich noch auf meiner Liste. Genau. Vollständiges Genom, Dracorex, sehr schön. Triceratops, sollen wir den nennen? Da, Troxo soll ich ihn nennen. Das hat Nelio Zeiner in die Kommentare geschrieben. Vielen, vielen Dank. Und dann müssten wir gar nicht mehr viel offen haben. Ich schaue mal ganz kurz. Genau, wir haben da, glaube ich, noch einen Keratosaurus offen. Ja, hier. Ein Keratosaurus haben wir hier noch offen. Den sollten wir Cera nennen. Das hat auch Sonnenschein08 in die Kommentare geschrieben. Und ich glaube jetzt, last but not least, ein Struthiomimus noch irgendwo. Genau. Den sollten wir einfach wieder Hans nennen. So wie den, den wir verkaufen mussten. Und das hat Nelio Zeiner auch in die Kommentare geschrieben. Vielen, vielen Dank, Leute, dafür. Ihr habt mir auch wieder einige Tipps reingeschrieben. Nitex hat, glaube ich, einen Tipp geschrieben. Oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr alles. Ich habe mir leider nicht alles notiert. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank schon mal dafür. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, was wir jetzt machen. Ob wir jetzt erstmal uns Dracorexe holen? Warte mal, wir überlegen mal ganz kurz. Davon haben wir 2, davon haben wir 2. Hyangosaurus haben wir auch noch gar nicht. Also es gibt noch 2 Dinosaurierarten, die wir hier noch nicht haben in unserem Park. Dracorex und Hyangosaurus. Gute Frage. Der Hyangosaurus ist im Prinzip ein bisschen besser von der Bewertung, aber ich glaube, Dracorex ist, glaube ich, chilliger zu halten. Wobei das Gehege gar nicht so klein ist, ne? Denke mal, das Gehege, das könnten wir von der Größe auch für den Hyangosaurus benutzen. Das ist wirklich eine schwere Frage jetzt gerade. Vielleicht sollten wir auch mal auf dem Hotel erstmal sparen, damit wir mehr Einkommen und so weiter haben. Wir schauen nochmal eben hier geldtechnisch, was die abwerfen. Ja, ich glaube, da sind wir schon ziemlich auf dem Besten. Das geht. So, ja. Das sieht gut aus. Souvenire. Können wir hier vielleicht noch mehr rausholen? 1500 habe ich da gerade gesehen. Ich glaube, das ist schon ziemlich mit das Beste, was wir hier rausholen können. Souvenirladen haben wir. Haben wir eigentlich schon einen Schutzraum? Glaube nicht, ne? Doch, haben wir. Schutzraum, Souvenirladen, Fastfood-Restaurant. Eine Sturmabwehrstation, das ist natürlich auch zu wenig, aber wir haben leider gerade gar kein Geld.
Ich würde sagen, wir brüten jetzt Dinosaurier aus, weil ansonsten haben wir hier keine andere Wahl. Dracorex oder Jungasaurus? Dracorex ist günstiger, machen wir den. So. Machen wir mal zwei Stück. Ich hoffe mal, dass zwei Stück reichen, damit die glücklich sind. Ansonsten haben wir ein Problem. Dann müssen wir mal schauen. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Abbrechen, kriege ich dann das Geld wieder? Teilweise nur. Oh nein. Oh, nachher geht meine Idee gar nicht. Oh Gott, das geht wahrscheinlich echt nicht. Ich glaube, ich habe jetzt Geld verschwendet, oder geht das? Sozial, ah. Hier kann ich nämlich gucken. 2 bis 8, okay. Sehr schön. Ich dachte, vielleicht kann ich beim sozialen Wert noch ein bisschen das runterschrauben, aber der ist ja schon bei 2, das passt ja perfekt. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal Geld gewastet und kann mir keine 2 mehr leisten. Doch, jetzt geht's wieder. Sehr schön. Okay, das war ganz schön dämlich, aber gut, passiert. Aber ansonsten weiß ich gerade gar nicht, wie wir an Geld kommen können. Wir können nach keinen Fossilien schauen. Fossilien suchen. In der Expeditionsdingens. Alles erschöpft. Und ich weiß auch gar nicht, wie wir neue Dinger hier freischalten. Außer über diesen, über die Forschung. Aber was wollen wir mit einem Krichtonsaurus? Ist jetzt auch nicht so das Ziel, was ich unbedingt verfolge. Gute Frage. Wie viele können wir denn hiervon eigentlich haben? Weil die sind ja von der Bewertung recht gut. Wenn mich nicht alles täuscht. 102 sind die in der Bewertung. 1 bis 3. Das heißt, wir könnten rein theoretisch sogar noch einen Keratosaurus machen. Aber der ist halt sehr, sehr teuer, ne? Ist gerade echt ein sehr kritischer Punkt, muss ich sagen. Sehr gut, der Dracorex ist fertig, der erste. Dafür könnt ihr natürlich auch wieder schöne Namen in die Kommentare unten schreiben. Wäre super nice. Oh, wartet mal. Ich muss mal gleich nochmal ganz kurz einen Cut setzen. Wir haben gar keine Musik und gar keine Sprache an dem Audio. Machen wir gleich. Ich bin ein bisschen trist, wenn er so rauskommt ohne Musik. Der Dracorex. So süß ist er trotzdem. Muss ich mal ganz kurz ändern. So, da geht's schon weiter. Jetzt haben wir auch Musik. Der Dracorex klingt beängstigend, ist aber nur ein Pflanzenfresser. Sollten die mal wieder die Welt beherrschen, verraten Sie denen bitte nicht, dass ich das gesagt habe. Ach, wir haben sogar als Mission ein Hotel zu bauen. Oh, gut zu wissen. Hab ich gar nicht mehr drauf geachtet. Und ein Keratosaurus sollen wir verkaufen. Aha. So, schauen wir das Ganze nochmal mit Musik. Bisschen epischer. Auch für diesen kleinen Mitbewohner unseres Parkes. Einmal bitte einen Namen unten in die Kommentare. Oh, die sind schon süß, ne? Dracorexe. Ganz kleine, liebe, süße Viecher. Herzlich willkommen im Park. Auch wenn ihr nicht die beste Bewertung habt. Aber passt schon. So, dann betäuben wir die beiden mal. Kriegen die rüber in ihr Gehege. Das ist schon echt sehr groß. Vielleicht können wir da so 4, 5 Stück unterbringen. Keratosaurus sollen wir auch einen verkaufen. Schau ich mal eben. 102. 111. Den könnten wir sogar verkaufen. Wir müssen ja Missionen machen an sich. Ich hoffe mal, die Mission bringt auch einiges. Boah, die bringt 250.000 Belohnung und den Verkaufswert. Egal, wir machen die Mission einfach. Einfach damit wir vorankommen. Tut mir sehr leid. Xera. Wir hatten das gemacht nochmal. Sonnenschein 08, dass wir ihn jetzt direkt wieder verkaufen müssen. Das habe ich gar nicht bedacht. Aber erstmal muss er jetzt hier kurz da hinten die Dinos betäuben. Jetzt können wir eine neue Aufgabe hinzufügen. Dann können wir schon mal hier anfangen, die Dracorexe rüberzubringen. Oh mein Gott! Hat der Edmontosaurus da gerade den Zaun angegriffen? Hat der den gerade angegriffen, den Zaun? Habt ihr das gesehen? Ich dachte, der hat den angegriffen. Na, egal. So, den bringen wir auch rüber. Ansonsten haben wir hier schon alles. Futterspender ist am Start. Bisschen Wasser, bisschen Bäume, das sollte alles passen. Aber das ist jetzt echt traurig, dass ich ihn direkt wieder verkaufe. Wenn wir gleich Nachschub besorgen, sozusagen einen weiteren Keratosaurus, werden wir den auch wieder Zera nennen. Sonnenschein, also keine Sorge. Ich habe ganz vergessen, dass wir so eine Mission offen haben. Aber ist halt schon ein bisschen her. Na gut, verkaufen wir den mal. Mal schauen, was wir dafür kriegen. Boah, wir machen Minus mit der Mission, ne? Aber was sollen wir tun? Ihre
Parkbewertung hat sich erhöht. Oh. Es scheint gut für sie zu laufen. Ich frage mich, wie lange das noch so bleiben wird. Wir haben einen Stern freigeschaltet. Damit haben wir neue Expeditionsmöglichkeiten, habe ich gelesen. Das heißt, wir können unser Team direkt losschicken, damit wir neue Fossilien kriegen. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir mal eben überlegen, was wir brauchen. Ich will eigentlich einen Fleischfresser. Oder irgendeinen großen Pflanzenfresser. Ankylosaurus könnte man eventuell machen. Was ist ein Dilophosaurus? Was haltet ihr denn vom... Oh, Velociraptor. Der ist natürlich schwer zu halten. Aber der ist bestimmt sehr, sehr gut für die Bewertung des Parks. Da gehe ich mal von aus. Gut zu wissen. Das heißt wahrscheinlich, pro Stern schalte ich dann ein bisschen was Neues frei. Und jetzt ist der Stern schon gar nicht mehr da. Also wir hatten gerade echt Glück. Wahrscheinlich, weil ich jetzt gerade den Keratosaurus verkauft habe. Na gut, alles für die Mission. Ne? Kann man nichts machen. Transport abgeschlossen. Bauen Sie ein Hotel. Belohnung 285.000. Das machen wir auch gleich auf jeden Fall. Jetzt haben wir nämlich genug Geld. Sie sind an der Aufgabe dran geblieben und haben die Ziele des Auftrags erfüllt. Den haben wir nicht. Dafür möchte ich Ihnen danken. Gern geschehen. Und wir nehmen einen Unterhaltungsauftrag an. Diese Gelegenheit ist gut und könnte der Unterhaltungsabteilung helfen. Das machen wir doch also gerne. Denken Sie bitte darüber nach. Das haben wir sowieso vor. Also passt das schon. So, du bist glücklich. Beide Dracorex sind auch in ihrem Gehege. Gesundheit ist runtergegangen. Oh. Aber hier ist alles in Ordnung. Ja, die Geborgenheit geht hoch. Scheint glücklich zu sein mit ihrem neuen Gehege. Also das passt alles. So, dann bauen wir jetzt ein Hotel. Würde ich mal sagen, ne? Ich hoffe, wir haben genug Strom dafür am Start. Bau das Hotel mal einfach. Ein richtiges Bausystem habe ich ja hier irgendwie nicht. Bau das mal einfach hier hin. Und dann schlängeln wir. Habe ich gar kein Geld mehr. Vielleicht haben ja die Fossilienfunde ein wenig Geld eingebracht. Schlängeln wir den Weg mal hier so lang. Und dann kommt man hier zum Hotel. Und dann kann man sogar, glaube ich, auf das Dracorex-Gehege und auf das Keratosaurus-Gehege vom Hotel ausschauen. Das ist auch sehr, sehr gut. So, schauen wir mal, was er gefunden hat. Bernstein, 90.000 brauchen wir. Oh, warte mal, Velociraptor. Okay. Kann ich sowieso nicht extrahieren, weil ich kein Geld habe. Aber dann würde ich sagen, oh, 160.000 auch nochmal. Jetzt haben wir verkaufen wieder so lange wir können, damit wir Geld bekommen. Und sobald wir nicht mehr verkaufen können, fangen wir dann an zu erforschen. Velociraptor, schicken wir ihn nochmal los. Vielleicht macht es Sinn, wenn wir nochmal gleich in die Forschung reingucken. Erstmal will ich aber einen neuen Keratosaurus machen, glaube ich. Ah, so viel zu tun. Und Gästeanlagen sollen wir auch erhöhen. Vielleicht können wir nochmal eine neue Gästeanlage erforschen. Forschungszentrum, schauen wir doch mal. So langsam erschließt sich aber für mich alles. Wir können jetzt hier wirklich neue Dinosaurier erforschen, wie ihr seht. Styracosaurus. Baryonyx, oh. Trodon. Und Olorotitan. Ja, der Trodon ist ein bisschen blöd. Der braucht nämlich einen sehr hohen Sicherheitszaun. Oh, der Velociraptor auch. Das ist voll dämlich, dass ich den machen möchte. Weiter so. Ich brauche neue Zäune. Na, schauen wir doch mal. Brauche ich da eigentlich den hier? Inselbewertung 3 Sterne. Ach, Mist. Sicherheit. Man kann immer noch ein paar Probleme. Das ist eine sehr gute Mission. Schauen Sie sich den Auftrag an. Ja, wir entwickeln erstmal die schweren Stahlzäune. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Gebäude-Upgrades gibt es hier auch einige. Oh, das Forschungstempo. Das hätte ich vielleicht mal erst entwickeln sollen. Kann ich das abbrechen? Gute Frage, oder? Ja, komm. Auch wenn ich dadurch jetzt Verlust mache, es macht echt keinen Sinn. Warten, wo waren das jetzt? Gebäude-Upgrades. Hey, Forschungstempo. Sie wissen, dass ich vor allem ein Entertainer bin. Aber wer berühmt sein will, muss auch Erfolg haben. Und woran misst man Erfolg? Am Geld. So, dann brüten wir mal einen neuen Keratosaurus aus. Der Park scheint jetzt echt gut zu laufen. Eine Mission nach der anderen schließen wir gerade ab. Die Sicherheit unserer Gäste hat natürlich oberste Priorität.
An zweiter Stelle steht jedoch die Verbesserung unseres Sicherheitsprofils und dieser Auftrag könnte uns dabei helfen. Die Mission ist scheiße. Daher ist es wichtig, dass Sie darüber nachdenken. Die Mission ist echt scheiße, Leute. Eieieiei. Das heißt, ich muss hier noch mehr Beobachtungsgalerien bauen. Komm mal hier einfach noch eine hin. Versuchen Sie trotzdem abzuschließen, weil Mission abbrechen kostet, glaube ich, auch Geld. Machen wir das doch einfach mal. Bringt hoffentlich auch ein paar mehr Besucher in den Park, wenn wir eine höhere Dinosaurier-Sichtbarkeit haben. So. Der Weg ist jetzt auch nicht ideal, aber das passt schon. Schauen wir mal gleich, wie das steigt hier. Der Balken ist ja schon ziemlich hoch, also so schlecht scheint es gar nicht zu sein bei mir. Das hier, den gucken wir natürlich auch nochmal eben. Was hast du Schönes gefunden? Verkaufen wir. Velociraptor macht, glaube ich, echt nicht viel Sinn. Wir können, glaube ich, erstmal auf den Dilophosaurus gehen, weil der ist nicht ganz so schlimm, was Ausbrüche und sowas angeht. Erforschen wir den doch erstmal. Kein Strom, kein Problem. So. Strom sollte dann auch gleich. Ich bin gleich gespannt, wie die Sichtbarkeit steigen wird. Vielleicht können wir das auch austricksen und das Gehege einfach verkleinern. Krankheit ausgebrochen, super. Natürlich in dem Gehege. Das heißt, jetzt geht wieder hier die Epidemie los. Wenn der geheilt ist, ist der nächste krank und so weiter. Kennen wir ja schon alles. Habe ich eigentlich von... Ja, ich habe ihn losgeschickt. Forschung ist auch am Laufen. Der Keratosaurus ist am Ausbrüten. Also mein Park läuft echt gut. Was machen denn eigentlich die Besucherzahlen? 680 Besucher, Anlagenbewertung von 4,5 Sternen, das ist echt gut. Eine Dinosaurierbewertung, ja, die ist natürlich richtig, richtig schlecht. Aber was soll ich machen, ne? Okay, seht ihr, da ist schon der nächste erkrankt. Und er hat hier noch nicht mal den ersten geheilt. Schauen wir mal. Keine Stromausfälle, das läuft sehr, sehr gut. Besserte Leistung. Ich hoffe jetzt echt nicht, dass der Strom ausfällt, das wäre super ärgerlich. Und da ist wieder der nächste krank. Ja, super. Er hat noch nicht mal Heidi behandelt. Boah, ernsthaft jetzt? Ich glaube, ich mache das mal eben selber. Das geht schneller. Bitte. Nicht losrennen. Was macht ihr denn da? Sturm zieht auf. Oh nein. Boah, es erkranken gerade wieder alle Leute. Aber die KI ist leider echt zu langsam dafür. Muss ich selber machen. Produkt identifiziert. Vorbereiten auf widrige Bedingungen. Okay, da muss ich näher ran. Boah, ich habe jetzt keine Zeit dafür, Leute. Ich hoffe, der kriegt das hin. Aufgabe hinzufügen. Kein Problem. Sturmwarnung. Oh, scheiße. Jetzt geht's hier rund. Ja, jetzt geht hier der erste Sturm natürlich los. Krankheiten, Stürme. Jetzt kommt das Chaos. War ja auch irgendwann absehbar, dass es kommt. Wir sollten definitiv noch mehr Sturmabwehrstationen bauen. Haben allerdings gerade kein Geld. Ey, wieso ist denn dieser Jeep so langsam und so schlecht da drin? Im Behandeln. Der kommt ja überhaupt nicht hinterher. So. Das ist ein Tornado. Hoffen wir nicht. Ich hoffe, das ist mal nur so ein Sturm. Okay. Kein Strom. Ja, super. Damit ist, glaube ich... Ja, ein Stromausfall ist ja zum Glück nicht. Eieiei. Ich hoffe, der Sturm ist gleich vorbei. Den Keratosaurus lassen wir dann gleich frei. Ey, einer nach dem anderen wird hier wieder krank. Das ist super dämlich. Das ist immer der eine ist geheilt, dann wird der nächste krank. Und so weiter. Und dann ist man da wirklich nur am Hinterherackern. Oh, oh, das sieht teuer aus. Sie sollten das bald reparieren. Ein Ranger-Team ist für solche Fälle ausgerüstet. Ja, weiß ich doch. Wann ist denn der Sturm mal vorbei? Gibt's ja gar nicht. Eine infizierten Dinosaurier entdeckt. Okay, die Krankheit ist vorbei, das ist sehr gut. Dann fangen wir an zu reparieren, Junge. Zack. Es ist echt viel kaputt gegangen. Eieieiei. Hier kein Strom, da kein Strom. Sind die ganzen Umspannwerke kaputt gegangen? Das ist gar nicht gut. Da ist kein Strom für alle Gebäude gefühlt. Schutzräume reichen auch hinten und vorne nicht aus. Ja, super. Was soll ich machen, ne? Was soll ich machen? Kann der Sturm jetzt mal vorbei sein? Es geht immer mehr kaputt.
Alter Schwede. Vom alles. Guckt euch das an. Und der Jeep, der ist super langsam. Ich glaube, wir brauchen ein weiteres Ranger-Team. 200.000 kostet das. Eieieiei. Okay, der Sturm ist vorbei. Machen wir schnell wieder alles auf, damit wir Geld reinkriegen. Hier verkaufen wir alles. So. Schicken ihn wieder los. Und dann können wir eigentlich schon ein zweites Team einstellen. Das werden wir brauchen in solchen Paniksituationen, damit wir alles schnell wieder under control kriegen. Okay. Ich glaube, wir haben alles wieder aufgefüllt. Forschungszentrum ist auch fertig. Sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt hier den Stahlzaun erforschen. Ne, können wir nicht. Kein Geld. Ja, super. Ach Mensch. Dann lassen wir den Keratosaurus frei. So, da ist er. Der wird hoffentlich unsere Parkbewertung wieder steigern. Nennen wir wieder Zera. Und dann betäuben wir den mal. Es ist ein Balanceakt. Ich verstehe Sie, wir alle verstehen Sie. Jetzt hier alles wieder heile. Claire vielleicht nicht. Aber der Punkt ist, Sie müssen Ihren Dinosauriern den nötigen Platz bieten. Und dieses Mini-Gehege reicht nicht. Utop reagiert auf Reparaturanfrage. Wieso ist das Hotel nicht repariert? Sie wissen, wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft, vor allem hier in der Gegend. Hm. So, was brauchen wir denn als nächstes hier? Eine Wissenschafts-. Jeder sagt, sie hätten immer alles im Griff. Dieser neue Auftrag sollte also ein Kinderspiel sein. Der ist gut. Ich will sowieso ein bisschen mehr Sturmabwehrstationen bauen. Wobei die gefühlt gar nichts bringen. Ein Omen, falls Sie an so etwas glauben. Was ich natürlich nicht tue. Außer wenn ich es tue. Oh, wir haben das mit der Dinosaurier-Sichtbarkeit geschafft, die Mission, Leute. Richtig gut. Das heißt, die Beobachtungsstation da oben hat sehr geholfen. So, dann machen wir mal eben noch eine Sturmabwehrstation. Ein Schutzraum wollte ich hier hinten auch noch bauen. Das mache ich mal zuerst. Aber wenn hier Gäste sterben, das geht richtig ins Geld. Wollen wir auf jeden Fall vermeiden. So, hier noch einen kleinen Schutzraum hin. Jetzt ist natürlich wieder Kackwetter am Start, aber gut. Kann man nicht ändern. Den hier können wir rüberbringen auf jeden Fall in sein Gehege. Das läuft doch eigentlich ganz gut. Den ersten Sturm haben wir auch meiner Meinung nach recht souverän abgewehrt. Also es war jetzt nicht so schlecht. Oder was sagt ihr? Kaufen. Oh, das war gut. 360.000, habt ihr das gesehen? Ich weiß gar nicht, was das war. Palladium oder so. So, gehen wir hier nochmal hin, weil es gelb ist. Ich glaube, gelb ist immer am besten. Und mit dem Geld können wir auf jeden Fall jetzt wieder noch eine Sturmabwehrstation bauen. Keine Stromausfälle haben wir auch gleich geschafft. Jetzt geht hier eine Mission nach der nächsten. Es läuft. So, was ist denn hier schon abgedeckt und was nicht? Ich sehe das gar nicht. So zeigt er mir das nicht an. Das ist, man sieht das voll schlecht hier. Also hier sieht man den Rahmen ganz leicht, aber ansonsten sehe ich das fast gar nicht, weil das so nebelig ist. Ich glaube, ich brauche eher hier oben etwas. Wahrscheinlich konntet ihr es auf YouTube gar nicht erkennen. Gehe ich mal von aus. Aber gut, was willst du machen, ne? Sicherheit verlangt Wachsamkeit und Engagement im Umgang mit den anliegenden Aufgaben. Sie haben beides bewiesen. So, hier eine hin. Vielleicht reicht das schon. Wir brauchen ja nur 15% extra. Das sollte eigentlich locker reichen. Und dann machen wir nochmal eine Wissenschaftsmission. Vergessen Sie nicht. Die Wissenschaft ist eine sehr gute Mission. Die ist auf jeden Fall locker easy. Ich hoffe, unser Forschungszentrum. Oh, das ist schon fertig. Gebäude. Ich würde sagen, wir machen neue Besucherattraktionen erstmal. Oh, hier so ein Klamottenladen. Kann nicht schaden. Was gibt es denn hier noch?
Innovationszentrum, Sicherheitszentrum, Wissenschaftszentrum. Mittleres Kraftwerk, das sollten wir vielleicht auch entwickeln. Das wäre wohl der Zeitpunkt für Smalltalk über das Wetter. Aber um ehrlich zu sein, haben Sie sehr gute Arbeit bei diesem Auftrag geleistet. Gut gemacht. Dankeschön. So, es läuft echt gut. Also wirklich jetzt zu den Fossilien, extrahieren, Unterhaltung. Im Business ist immer Luft nach oben. Kriegen wir hin. Sie über diesen Easy. Auftrag nach. Ich glaube, die Mission schaffen wir, Leute. Es läuft jetzt wirklich gut. Der Anfang war sehr schleppend, aber jetzt sind wir echt gut dabei. Wir können noch mal ein paar Drakorexe machen. Würde ich fast sagen. So, zwei Stück. Einfach, weil wir können, weil wir das Geld dafür haben. Und natürlich können wir auch noch... Wie viele Kraftwerke haben wir denn? Zwei kleine Kraftwerke haben wir. Haben wir denn hier schon verbesserte Leistung kommen? Wir müssen wahrscheinlich bald das nächste Kraftwerk bauen. Ich würde sagen, dass wir dann das mittlere Kraftwerk entwickeln als nächstes. 2 Minuten verbleibend. Das sollte alles passen. Wie sieht es hier aus? Du bist aber... Ach, ich habe dir gar nicht losgeschickt. Eieiei. Vergesslich. Velociraptor. Kann ich den Dilophosaurus haben als nächstes? Schicken wir ihn da mal hin. Dann müssen wir aber schon wieder das nächste Gehege... Obwohl, wartet mal. Ich könnte ja rein theoretisch... Pass mal auf. Ich könnte ja rein theoretisch die Dilos hier mit reinpacken in das Gehege. Frage ist nur, ob der Zaun hier ausreicht. Ich könnte den eigentlich aufwerten. Habe ich den nicht schon entwickelt? Also, bin ich jetzt doof? Habe ich den nicht entwickelt? Oh mein Gott. Ich habe den gar nicht entwickelt. Wow. Okay. Never mind. Vielleicht sollte ich bald auch mal ein nächstes oder ein weiteres Forschungsteam freischalten. Irgendwie. Ich weiß zwar auch nicht, wie das geht, aber das würde wahrscheinlich helfen. Gehe ich mal stark von aus. Gut, lassen wir mal eben die Drakos frei. So. Da kommen sie jetzt raus. Fast soweit. Der Heli kommt wieder. Fossilien ansehen. Dilophosaurus, genau wie ich es gerne hätte. Schicken wir ihn direkt wieder los. Ah. Da, Dilophosaurus. Sehr gut. Wie weit ist das Forschungszentrum? Weil ich brauche jetzt den schweren Zaun. 1 Minute. Weniger als 1 Minute. Das sollte passen. Es gibt so viele Sachen, die ich gerne hätte, tatsächlich. Sie haben den Auftrag mehr als nur erledigt. Oh, ich habe ja auch noch dir die Mission mit dem Pflanzenfresserfossil. Oh. Habe ich jetzt ganz außer Acht gelassen. Dieser neue Auftrag wurde praktisch für eine Person mit ihren Talenten gemacht. Oh, sehr gut. Das machen wir mal eben schnell. Zerklinken. Wir brauchen Bilder von unserem Werk hier. Mit diesem Auftrag werden Sie für diese belohnt. Sehen Sie ihn sich an. So. Oh, der schläft gerade, der Keratosaurus. Vielleicht gibt das einen schönen Geldbonus. Zack. Mal schauen. Da. Nee, hat keinen Geldbonus gebracht. Ja gut. Aber 25.000 bei ihm für ein Foto. Nicht schlecht. Und die Mission abgeschlossen. Ich kenne mich mit Fotografie aus. Nicht so gut wie Sie, wohlgemerkt. So, Forschung. Jetzt aber hier den Zaun. Nicht, dass ich das wieder verkacke. Und dann können wir den Zaun hier aufwerten, machen dann Dilos rein, dann ist das auch alles ein bisschen sicherer. Wir haben natürlich jetzt gerade unseren Wissenschaftsabteilung bedankt sich. Kleiderladen freigeschaltet. Den packen wir mal hier gegenüber vom Hotel. Da können die Leute sich dann gleich Klamotten kaufen, wenn sie mal welche benötigen. So, die beiden... Mensch, das geht hier ja Schlag auf Schlag. Ich komme ja gar nicht hinterher. Sicherheit. Wenn Sie diese Mission abschließen können, steht Ihnen eine große Zukunft. Das machen wir bevor. Sowieso. Wenn Sie scheitern, bin ich Ihre Zukunft. Es geht hier echt und Schlag auf Schlag gerade. Das gefällt mir richtig gut. Da wird Hört gar nicht lang gezögert. Ich weiß, dass die Sicherheitsabteilung nach Möglichkeiten sucht, die Dinosaurier zu kontrollieren. Und vielleicht ist das neue Genom dabei hilfreich. Aber diese Tiere brauchen Verständnis, nicht Kontrolle. Vertrauen und Respekt beruhen auf Gegenseitigkeit. Wir fliegen mal hier hin. Vielleicht finden wir dann noch ein bisschen was von einem Pflanzenfresser und dann machen wir auch die andere Mission fertig. Es geht hier echt gerade ruckzuck, das gefällt mir so gut.
beiden Dracorexe werden gerade betäubt. Gehen dann rüber in ihr Gehege. Produkt wird eingesammelt. Was mit dem anderen? Der ist auch betäubt. Sehr schön. Nee, ist er nicht. Da ist er. Los. Du kleiner Frechdachs, du. Haben sie es heute mal, Helikopter? Oder muss ich das wieder selber machen? Ganzen Pfeile daneben eingeschlagen. Und schon wieder, Alter, wo schießt der hin? Der schießt ja schlechter als ich. Guck mal. Vierte Pfeil daneben. Wieder daneben. Ist das dein Ernst? Hallo? Heute noch? Kollege? Transport hat begonnen. Ey, ich mach das jetzt selber. Alter. Meine Güte. Oh, jetzt hat es geschafft. Okay. Never mind. Aber krass, dass der so lange braucht. Es ist nicht einfach, ich so, weiß. Fliegen wir auch rüber. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in einem Park voller Tiere, die eigentlich nicht mehr existieren sollten, für Sicherheit sorgen würde. Aber so ist es eben. Sie müssen sich der Herausforderung stellen. Ich habe nur Gutes über Ihre Expedition gehört. Sie machen die Wissenschaftsabteilung zum Star. Und mich. Und sich natürlich auch. Ich habe sie nicht vergessen. Ich setze nur Prioritäten. Wow. So, können wir denn hier noch irgendwo eine Sturmabwehrstation hinquetschen? Produkttransport wird durchgeführt. Das machen wir doch mal eben. Auch wenn das jetzt hier ein bisschen nah dran ist. Aber dann deckt das wenigstens hier die beiden Gehege etwas ab. Wir machen eine Unterhaltungsmission. Hey, ich hab da von einer tollen Gelegenheit. Das werden wir sowieso bald machen. Sobald die Dilos auf 100% sind. Vielleicht könnten wir noch einen dritten Keratosaurus machen. Denke ich, eine gute Idee, oder? So, das machen wir mal. Weil der Keratosaurus ist echt nicht schlecht von der Bewertung her. Wie weit ist denn hier die Forschung? 3 Minuten verbleibend. Ja, es läuft sehr, sehr gut, Leute. Und ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich bei euch. Für die ganzen neuen Dinosaurier könnt ihr auf jeden Fall Namen unten in die Kommentare schreiben. Würde ich mich mega drüber freuen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.